Empathische Menschen wirken nett, aber auch schnell unsicher, sodass andere sie schnell überfahren, unterbrechen, sodass sie gar nicht mehr gehört werden. In diesem Video zeige ich dir die 5 Strategien vom internationalen Verhandlungsexperten Robert Munkin, die er nutzt, um Unterbrechungen abzuwiegeln und klare Grenzen selbstsicher zu setzen und gleichzeitig sympathisch zu wirken. Fangen wir gleich an mit der ersten der 5 Strategien, und zwar ununterbrechbare Strukturen. And I thought about, well, who are my 2 greatest political heroes of the 20th century and why? And they were Nelson Mandela, because after he was in prison. Und es ist dir aufgefallen, das war eine ununterbrechbare Struktur. Er hat gesagt, naja, ich habe da 2 große Helden. Der erste ist Nelson Mandela. Und dann redet er darüber. Also anstatt gleich beides zu nennen oder nur über einen zu reden, kannst auch du in deinem Alltag so einen Rahmen setzen, in dem du sagst, naja, aus meiner Sicht sind da 3 Punkte wichtig. Also erstens, lalala, wenn du dann darüber redest, dann kann dich niemand unterbrechen. Selbst wenn es jemand versucht, wie Jack Nasher in der folgenden Szene, kannst du Folgendes machen, schau dir das mal an. And it was a good thing too. So he was, yeah, I'm my hero. He didn't negotiate. The other hero, as you know from the book, was Winston Churchill. Richtig, du kannst einfach weiterreden, wirst damit zu Wort kommen, denn wenn du vorher diese Strukturen schon kommuniziert hast, dann wird eine andere Person, die diese unterbrechen will, unsympathisch wirken. Kommen wir zu Punkt Nummer 2, und zwar zustimmen trotz Widerspruch. Achte mal genau auf folgende Szene. The late Roger Fisher, the author of Getting to Yes and your predecessor as the head of PON, supported the idea that you should always, always negotiate categorically. I think that's right. And there's much to that. But what's wrong is the always. Unglaublich, oder? Jack Nasher, übrigens ein sehr geschätzter Kollege von mir, fragt, ist es wirklich immer sinnvoll zu verhandeln? Und Robert Munkin antwortet, ja, absolut. Ich glaube, da ist viel dahinter. Nur würde ich nicht zustimmen bei dem, dass immer verhandelt werden soll. Was? Also, er sagt zwar ja und stimmt damit zu, aber auf der inhaltlichen Ebene sagt er dann, naja, ich glaube nur nicht, dass es immer so sein sollte. Und das ist eine unglaubliche Stärke von den wirklich größten Verhandlungsexperten, die ich kenne. Dazu übrigens die heutige Buchzusammenfassung, die Empfehlung zu Das Harvard-Konzept von Fisher und Urey. Ein unglaublich gutes Buch, eines meiner Lieblingsbücher zum Thema Verhandlung, das ich dir heute als Zusammenfassung bei Blinkist empfehle. Blinkist ist, ihr kennt es schon, eine Seite, mit der ich heute wieder zusammenarbeite. Gibt es als App auf Handy, Tablet und natürlich am PC, wo du Zusammenfassungen von über 5000 deutschen und englischen Fach- und Sachbüchern zusammengefasst bekommst. Und Blinkist hilft dir dabei, die Person zu werden, die du 2023 werden willst. Heißt, wenn du da dazulernen willst, beispielsweise im Bereich der Verhandlung, dann empfehle ich es dir wirklich sehr, einfach weil sie in über 25 Kategorien super viele richtig gute Bücher gut zusammengefasst haben. Und da ist ein wichtiges Konzept, da schauen wir uns mal unsere 6 Farben des Charisma an, dass wir stark in der Sache sind, also selbstsicher unsere Meinung sagen, allerdings warm und empathisch mit dem Menschen sein sollen. Und das ist genau dieses Zustimmen trotz Widerspruch. In dieser Situation sagt er, ja, tatsächlich, ich glaube, da hast du sehr, sehr recht. Allerdings würde ich in dem einen Punkt nicht so zustimmen. Inhaltlich ist also super klar, aber auf der empathischen Ebene schafft er es trotzdem sehr, ja, zugänglich zu sein. Und da schau dir folgende Szene an. Das ist unglaublich. Und zwar, er hat einen starken Widerspruch, Strategie Nummer 3, allerdings mit warmen, mit weichen Worten. Do you think Putin can be trusted? Well, look, I think you're confusing 2 things. First of all, in dieser Szene hast du etwas gesehen, das sich sehr gut mit Mark Twains Satz "Der Unterschied zwischen dem richtigen und dem beinahe richtigen Wort ist ungefähr der Unterschied zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen." In dem Fall hat er eben nicht gesagt, wie die meistens machen würden, naja, nee, ich glaube, da bist du falsch. Nee, ich glaube, das ist nicht richtig. Nee, ich glaube, das siehst du komplett falsch. Sondern er sagt, ah, ich glaube, du verwechselst da 2 Sachen. Allein diese Formulierung ist auch wieder in der Farbe der Präsenz vollkommen klar, in der Farbe der Stärke vollkommen selbstsicher, allerdings in der Farbe der Wärme trotzdem noch, dass du die andere Person nicht ihr Gesicht verlieren lassen willst,
sondern einfach nur inhaltlich eine Position beziehen willst und dir es wichtiger ist, diesen Sachzusammenhang herzustellen, als gegen die andere Person zu gehen. Und damit sind wir hier ganz stark bei der Farbe der Vitalität und Wärme, wo wir bei der vierten Strategie sind, und zwar, dass du die ganze Zeit eine positive Beziehungsebene hältst. Did Putin make that clear? Yes. That's different from whether you can trust him. Not everything Putin says is a lie. But what do you do if you don't? Should you just not negotiate, or what would you advise? You're exactly right. And you know, for our negotiation teaching. Du merkst es vielleicht selbst. Ja, allein durch dieses Lachen ist eine Vitalität da. Allein durch dieses Outing, dieses Aussprechen der Wertschätzung ist eine Authentizität und auch eine Wärme da. Also er schafft es wahnsinnig, mit diesen sechs Farben des Charisma zu spielen, ist dadurch inspirierend. Und das ist das, was das Besondere ist. Wenn du nach dem Harvard-Konzept verhandelst, wo ich ja heute die Buchempfehlung zugegeben habe, dann trennst du den Menschen, den du respektvoll und sympathisch und empathisch mit ihm umgehen kannst, von der Sache, wo du durchaus sehr stark und sehr präsent in der Sache sein kannst. Und damit wären wir schon bei dem fünften Teil, Aspekt der fünften Strategie, und zwar klare, fokussierte, starke Aussagen. If the West and the United States push Ukraine into negotiations and making territorial concessions, it's very much like Munich. Das ist die fünfte Strategie, weil bei den sechs Farben des Charisma wir hier eine starke Kombination aus Präsenz, vollkommener Klarheit und Stärke, Selbstsicherheit haben. Wenn du diese Kombination hast, und zwar nicht gegen andere Menschen, sondern einfach auf der Sachebene, wo du klare Aussagen triffst, dann wirkst du so selbstsicher, dass du in anderen Momenten ganz, ganz warm und weich in die Empathie, die Authentizität, die Vitalität, die Inspiration gehen kannst. Und das empfehle ich dir enorm, diese Kombination zu lernen. Wenn du es im Bereich des Verhandelns lernen willst, dann empfehle ich dir sehr Blinkists Zusammenfassung zu das Harvard-Konzept von Fischer und Urey. Super cool, und generell, wenn du einfach super viel lernen willst, kannst du auch nebenbei als Audio-Zusammenfassung hören oder dir durchlesen, wie du magst, sei es in der Bahn oder einfach wirklich voll fokussiert, empfehle ich dir sehr, da in unterschiedlichste Bücher aus unterschiedlichsten Bereichen reinzuschnuppern. Der Vorteil: Du kannst jetzt sogar noch eine zweite Person kostenlos mit in dein Abo holen, hast alle Bücher in diesem Abo mit beinhaltet, und es hat den Vorteil, dass wenn du über den Link in der Beschreibung blinkist.de/redefabrik dir ein Abo holst, dann bekommst du sogar noch einen 25%igen Rabatt auf das Jahresabo und kannst es auch einfach 14 Tage erstmal kostenlos testen. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß beim charismatischen Verhandeln. Alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg.